Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Och, mein Junge, die Pedale. Ja, da wird schon wieder geheizt und gefahren, ey. Ich habe mir auch überlegt, dass man vielleicht, wenn es so zwei Teile wird, morgens und abends so ein Video rausbringen. Also, ihr wisst ja, ich habe meinen Upload auf 11 für OMSI, 15 für ETS2 und abends LS schon so vor geplant. Aber ich denke einfach mal, wenn es halt zwei Platten sind, dann für 20 Minuten ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oder einfach für 12 mal was rauszubringen. So, da haben wir schon. So, wir hören zu uns bald wieder. Ihr Bus, Knacherer. So. Ja, bei uns hat es am Wochenende ganz schön geregnet, am Sonntag, wo wir Zeitung ausgetragen haben. Waren am Nachmittag unterwegs gewesen. Vorher hast du dann genau gesehen, wie es langsam angefangen hat zu tröpfeln. Und abends dann, jo. Boah, fällt der Scheiße. Der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder? Na klar, hab ich meinen Führerschein gewonnen, sonst würde ich kein Buspilot sein. Naja, wir haben ja alles noch rechtzeitig gemacht, aber wir sind am Abend schon noch nach dem Zeitung austragen. Sonntag schön. Tässchen Tee. Das war schon richtig schön. Guten Morgen. Moin Moin. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Danke. Wow. Nächste Haltestelle Treppendorf, Luise von Talweg. Genau. Und für Dezember habe ich noch geplant, dass wir noch eine Flussi-Woche machen. Da das jetzt mit dem AIS-System AIS, boah, GSX geklappt hat. Hat mich das richtig schön gefreut. Und ja. Aber mit dem mit den Bausteinen, die ich da habe, das ist halt sehr, sehr schade. Multiswitch-Panel, dass das dann nicht funktioniert hat. Ich freue mich eigentlich schon echt auf die Woche mit dem Flusi. Deswegen gucken wir, dass wir auch in der Woche da noch ein bisschen was vorproduziert bekommen. Ja. Nächste Haltestelle.
Aber... Treppendorf, Markt. Das kriegt man... Darf bloß nicht der Ruf. Die Auswahl verpassen. Ich meine, so ein Überlandbus wäre auch nicht schlecht mal zu testen. Nächste Haltestelle. Treppendorf, Karl-Theodor-Straße. Die hauen mich weg, Plattform, ne? Nächste Haltestelle, Treppendorf, Karl-Theodor-Straße. Naja. Ach, guck mal. Wir hatten meine Spedition geklaut hier. Alles blau leuchtet. Nächste Haltestelle, Granberg. So. Schlecht. Welche Zeit aufholen können? Ah, schön Hohenkirchen, ey. Ja, komm, Schalt, was ist los? Junge, 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 Junge. Das ist der einzige Nachteil, den ich hier bei dem Bus noch ein bisschen habe. Ansonsten. Ich will gar nicht wissen, wenn es da wieder Schnee liegt, wie viele Dörfer dann keine Busverbindung anfahren können, ey. Das ist mir zum Beispiel früher in Ding passiert. Wenn Sie die Fenster aufmachen, Nein. Wir sind hier nicht in der Sauna. Am Trier passiert. Zwischen, ich glaube, 3 Haltestellen. Die waren im unterschiedlichen Dorf und irgendwann konnte er wegen dem ganzen Schneefall gar nicht mehr anfahren.
Und der Bus hat keine Automatik gehabt, das heißt, er ist noch komplett mit manuell gefahren, ja. Nächste Haltestelle, Kranberg. Fangen wir mit der nächsten Haltestelle an, KI. Ich glaube, wenn Justin das Video sieht, der wird mir der Kopf abreißen, so viel Kickdown wie ich da habe. Mann, Mann, Mann. Aber was soll man machen, wenn man pünktlich sein möchte? Silvester wird gestreamt, also aber auch am 25. Ne? Also die ganze Woche da. Silvester werden wir auch wieder mit Gästen verbringen. Angefragt haben wir schon. Und so. Ich freue mich. Silvester werden wir dann auch noch mit dem alten Rechner dann zu tun haben. Das ist eine Hitze. Hallo. Hier. Oh, Leute. Eine Fahrkarte bitte. Also, ich kann schon das Gemecker von den Fahrgästen heute schon gar nicht mehr hören, ey. Bist du warm, bist du kalt, ist bimimi, Mama. Mein Gott, ey. Nächste Haltestelle: Hohenkirchen Rasenweg. Also, habe ich mal also schlechte Bewertung, würde ich sagen, bei 40%, ey. Naja, das kriegen wir auch noch hin. Jawohl. Ich habe am Sonntag, war das Schöne auch noch, nachdem wir die Zeitung ausgetragen haben, war noch, wer kennt ja bestimmt alle den Tom Jura, der ja die tollen Streckenguides für ACC gemacht hat. Und ja, da war ich halt bei den Nordland-Männer. Bei denen auf dem Server und hab da trainiert, nämlich die Bratwurst. Und boah, die ist, also, selbst mit dem Moser, ich bin, wie gesagt, noch gar nicht so geübt mit dem Lenkrad, weil da ist schon richtig Kraft dahinter, als hier. Aber es macht richtig Spaß, also. Ich sag ja, hast du das gewisse Equipment, meinst du gerade, du würdest dich als wie so ein Rennfahrer fühlen, ne? Hoppla. Das habe ich ja nicht gehabt, ja. Hätte ich auch nicht gehabt, hm? Hallo.
eine Kurzstrecke. Aber gerne doch. So. So, da. Da wird es auf jeden Fall ein Zweiteiler. Immer noch die Wegostermonde fahren. Steht ja auch noch auf der Liste. Nächste Haltestelle: Gesamtschule Hohenkirchen. Also wenn hier Schnee liegt, bin mal gespannt, ob hier geräumt wird, ey. Ob da geräumt wird, ey. Bahnsteig 1. Bussteig 1, nicht Bahnsteig 1, klar. Ich fahre auf Ski. Oh. Das ist eine Hitze hier. Ich will ja mal nichts sagen, aber kann man die Toleranz da nicht irgendwie hochstellen? Am Berg. Morgen. Guten Morgen. Oh, Digga, was wird das denn? Mann. Da hätte ich jetzt gerne mal die Kollision angehabt, ob ich da mit dem Bus irgendwie zusammengeknallt wäre. Oh, naja. Nächste Haltestelle: Hohenkirchen Stadtpark. Ah, die können auch ein bisschen laufen. Guten Tag. Moin. Einen normalen Fahrschein, bitte. Finde ich gut. Eine blonde mit zwei Kindern, kann man fast schon sagen, ne? Die Claire muss bezahlen. Ganz schön gemein. So, meine Lieben. Nächste Haltestelle: Hohenkirchen Bahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zum Regionalverkehr. Genau. Und damit hoffe ich, euch hat diese Folge euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Like da. Würde mich gerne freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge dann wieder sehen. Mit unter anderem werden wir dann die X13 fahren. Oder die Buslinie in Metropole Ruhr. Besonderen Dank geht nochmal einmal an den lieben Tobi, der mir da diesen Link für OMSI zur Verfügung gestellt hat. Der mir das rausgesucht hat. Grüße gern raus, mein Lieber. Und ja. Meine Lieben, habt einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Und wir sehen uns dann heute Nachmittag im LS-Stream. Bis dahin. Ciao, ciao.